Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Kreml-Chef Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister und engen Vertrauten Sergei Shoigu entlassen. Diese Entlassung kam nicht ganz überraschend, sorgt aber international dennoch für Aufsehen. Shoigu war seit 2012 Verteidigungsminister. Wie der Kreml mitteilte, soll er stattdessen Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden. Als neuen Verteidigungsminister nominierte Putin den bisherigen Vizeregierungschef Andrei Belousov. 12 Jahre lang war Sergei Shoigu als Verteidigungsminister der oberste Chef von Russlands Armee. Jetzt hat Kreml-Chef Wladimir Putin seinen engen Vertrauten und Weggefährten überraschend entlassen, mitten im nun mehr als 2 Jahre währenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Sprecher des Kreml nennt dafür wirtschaftliche Gründe. Es ist sehr wichtig, die Wirtschaft des Militärsektors in die Wirtschaft des gesamten Landes zu integrieren. Das entspricht der Dynamik der aktuellen Zeit. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass heute auf dem Schlachtfeld diejenigen gewinnen, die offener für Innovationen und für deren schnelle Umsetzung sind. Deshalb ist es selbstverständlich, dass der Präsident zum jetzigen Zeitpunkt die Entscheidung getroffen hat, einem Zivilisten die Leitung des Verteidigungsministeriums zu geben. Shoigus Nachfolger soll der bisherige Vizeregierungschef Andrei Belousov werden. Für Experten ein Hinweis, dass Putin den Krieg mit der Rüstungsproduktion gewinnen will. Russlands Wirtschaft habe sich im Krieg effektiver als der Militärapparat erwiesen. Deshalb setze Putin nun auf den Rüstungskomplex. Shoigu soll Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden und beerbt damit Nikolai Patruschew. Ein überraschender Zug, meint ein britischer Russland-Experte. Wenn man sich die Leute anschaut, die gehen mussten, Shoigu und Patruschew, zwei der 4 Spitzenleute des Landes in der Regierung, die den Krieg führen, zur gleichen Zeit ohne wirkliche Vorwarnung, zu einer Zeit, in der eine Gegenoffensive in der Nordukraine stattfindet, das finde ich wirklich beeindruckend und überraschend. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Möglicherweise gibt es Machtkämpfe innerhalb des russischen Militärapparats. Eigentlich trennt sich Putin nur ungern von wichtigem Personal. Dass er nun einen seiner engsten Weggefährten entfernt, könnte auch ein Beleg dafür sein, dass er sich doch nicht sicher ist, dass er den Krieg in der Ukraine gewinnen wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.